Hooray! Ja, da sind wir wieder zurück zu Metroid Fusion. Letztes Mal sind wir zum Schluss auf die Speicherplattform gegangen und dieses Mal sind wir von ihr runtergegangen. Und wir haben letztes Mal sogar noch so einen komischen Typ gesehen, der aussieht wie wir. What the hell? Die brauchen nur einen Schuss? Salam. So, ja, und geht weg von mir, weiche von mir, du böser Geist. Muss jetzt die ganze Zeit so durchlaufen oder was? Scheint so. Okay. Ah, okay, so bereinigen wir die also. Aber es verändert sich hier trotzdem nicht so wirklich. Na, 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 na. Ich finde die cool, die Viecher. What the hell? Ich will den besiegen jetzt. Energita, oh, sehr offensichtlich. Ich meine, da hätte man es auch schon mal ein bisschen besser verstecken können. Und ich sag noch, die sollten mir helfen, alles zu finden, weil ich mich hier nicht auskenne. Aber wenn das so einfach ist, dann scheint das ja so grau, als wenn ich gar nicht wirklich Hilfe brauche. Was nicht heißen soll, wenn ich was übersehe, dass ihr es mir nicht sagt. Also, ne? Ach da, achso. Das sind wieder diese Namen, Namen, Namen. Ja, die tun immer so, also tut mir leid, die nenne ich jetzt einfach so. Fertig. Tolles Spiel. Das war irgendwie klar, es sah schon so bröckelig aus. Spinnst du? Spinnst du, Ramon? Da wieder runterzufallen. So, und da hoch. Und müssen wir da nicht runterfallen. Natürlich, der Gegner kann da drauf stehen, aber ich nicht. Was macht man, wenn man hier keine Missiles hat? Ich weiß es nicht. Gegner haben mich nicht lieb. Wow. Das verändert sich doch, habe ich mich vertan. Die Umgebung schwächelt, sie lässt nach. Ja, das sah schon so aus, als wenn du nur anal getroffen werden kannst. Genau. Was gibt's heute bei mir zu erzählen? Wir haben es gerade 12.06 Uhr. Ich gehe heute einkaufen, weil ich morgen meine Abschlussfeier habe. Und ja, wieso gehe ich dann einkaufen? Ich gehe dann nämlich für die Aftershow-Party, nenne ich es jetzt einfach mal. What the hell? Sollen das Weltraumpiraten sein? Ich möchte gerne so eine Beschreibung hier haben. So. Nein, ich werde jetzt einfach mal so machen, weil es einfach jetzt lange dauert. So. Mist, ich dachte, ich könnte sie schneller vernichten. So. Das ist so intelligent, aber. Ja. Oh. Sehe ich gar nicht, sehe ich gar nicht ein hier. Im Hintergrund dackeln die so rum, coole Sache. Ach so, ich muss ja auch nach oben drücken. Daran könnte es liegen, dass es gerade nicht geklappt hat. So, noch zwei Dinger da und dann haben wir es geschafft. So. Ja. Wie verschwendet man mal richtig schön Munition? Ich glaube so. Da komme ich so nicht hoch. Brauche ich gar nicht versuchen. So. Da muss ich aber hochkommen.
Was machst du denn da, Samus? Du sollst doch da nur. Da komme ich nicht hoch. Definitiv nicht. Gibt es hier was für den Doppeljump? Nö. Ich habe hier irgendwas übersehen, bestimmt mal wieder. Achso, von dieser Kante kann man also nicht schießen. Aber okay, ich will ja gar nicht schießen, aber ich meine nur. Ich kann ja auch nicht zurück. Hallo, Leute. Bin ich nur zu dumm und kann nicht springen? Ich bin zu dumm zum Springen oder was? Oder gibt es sowas wie, ich halte mich genau oben an der Kante fest und springe dadurch höher oder so eine. Nein, du sollst da nicht rein. Da rein dingseln habe ich nichts von. Wenn ich da ran springe, komme ich da nicht rüber. Warum auch immer. Ja. Also. Warum bin ich jetzt höher gesprungen als vorher? Nein. Nein, nein. Ah. Ah. Es gibt sowas wie ich springe höher, wenn ich was drücke. Ja, das ist cool. So. Einer noch. What the hell? Stirb Kartoffel. Das wusste ich natürlich, dass man das machen kann. Ich wollte euch nur ein bisschen auf die Folter spannen. Genau. Was nämlich jetzt schon wieder nicht geht. Achso, andere Seite. Wusste ich auch. So, hier gibt es einen schönen Missile-Tank. Denn was heißen mir Raketen, Leute? Genau das heißen mir Raketen. Ich werde es jetzt nicht sagen, aber ihr wisst es alle. Der genug Turm, genüge zu tun. What the hell? Geh kaputt. Ja, fallen wir mal einfach ganz runter. Zum Glück spawnen die nicht neu. Ich finde es aber nett, dass die Frauengeräusche macht, wenn sie getroffen wird. Gut Deutsch, ja, ich stehe drauf, wenn sie stöhnt. Kann ich da eigentlich direkt anspringen? Ja, dann spare ich mir doch Weg. So, eigentlich ist es ja gerade ganz lustig. Kann ich die Lampe kaputt? Ich kann die Lampe kaputt schießen. Hey, so, einmal kratzen an der Nase. Da, so. Wasser. Ich mag Wasser hier nicht so, weil ich im Wasser langsam bin. Da ich mich ein bisschen informiert habe, weiß ich ja auch, dass es eine. Welcher war das? Der war, glaube ich, also welcher war für. Ich glaube, der Gravitation Mist war für. Ne, im Wasser schneller bewegen und so. So, ist ja nicht schwer bei dem Namen herauszufinden. Da könntest du dich vielleicht. Warum ist hier Wasser und warum ist da eine Schiene? Kann man vielleicht später hier nochmal lang? Ja, Subi. Eindeutig, die Frage sollte nicht lauten, kann man hier später nochmal lang? Kann ich hier heute nochmal weg? Das ist jetzt gerade eher die Frage. Nein. Chill doch mal. Ich will noch nicht sterben. Ich bin noch viel zu jung dafür. Ah, okay, ich glaube, ich verstehe. Dann weiß ich auch, wofür diese komische Schiene da ist. Genau, hoch da. Über. War ja doch irgendwie klar. So, ich möchte eigentlich mal zum Sprecherpunkt.
Aus zwei Gründen. Jetzt nur noch aus einem Grund. Speicherstation, so. Um zu speichern, nämlich. Und ja, ihr glaubt es, denkt euch vielleicht schon den anderen Teil. Um den Part mal wieder zu beenden. Diesmal stehe ich hier, weil ich sonst irgendwie auf den anderen beiden Parts immer da stand. Also bleibe ich jetzt mal hier, guck an die Decke und sag bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.